Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie, willkommen in der Familie. Wir sind hier heute im Douglas. Es ist sehr früh am Morgen, es ist noch niemand hier, denn ich darf heute für 800 Euro einkaufen. Für mich und auch für euch, denn alles, was ich für mich sozusagen kaufe, kriegt ihr auch. Und wie ihr das gewinnen könnt, das schreibe ich euch in die Infobox. Und ich würde mal sagen, wir haben wirklich sehr, sehr viel zu tun heute, deswegen fangen wir einfach an. Ich fühle mich, als wäre ich eingebrochen. Okay, Too Faced. Too Faced geht immer. Oh. Damn. Ich fühle mich wirklich so, als würde ich was Verbotenes tun. Ich glaube, ich möchte den da. Ja, Mann. Ich möchte noch eins von denen hier. Was ist das hier für eins? Peach Beach. Okay. Ich möchte einen von diesen Concealern mitnehmen eigentlich. Okay, ich glaube, ich werde einen von diesen Concealern hier mitnehmen, weil ich hatte den nämlich. Aber der war zu hell. Ich glaube, der ist nämlich ganz geil. Nehmen wir so gleich mal wieder zwei mit. Okay. Lidschattenpaletten. Ich habe die Chocolate Bar Palette und die Sweet Peach Palette. Es gibt eine Mascara, die berühmter nicht sein könnte. Und ich habe die zwar, aber ich nehme sie definitiv mit, allein schon zum Verlosen. Okay, wir haben hier die wasserfeste Version. Ich habe die noch nicht ausprobiert, aber die ist sicherlich gut. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit. Too Faced, es war schön mit dir. Okay, Urban Decay. Urban Decay war die erste Marke, die ich so toll fand. Ich bin immer nach Frankreich gefahren, extra, um Urban Decay zu kaufen. Und jetzt kaufe ich hier irgendwas. Okay, mal gucken. Eigentlich suche ich was Bestimmtes. Oh, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich möchte sie besitzen. Ich will die, glaube ich, seit 2 Jahren kaufen, seitdem sie draußen ist und ich hab's noch nicht getan. Ich möchte noch einen Concealer mitnehmen. Und zwar den hier. Das ist auch einer meiner liebsten Concealer gewesen, aber die Farbe war auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube, ich nehme den hier mit. Eins, zwei. Ich habe hier noch was, was sicherlich gerade zum Ausprobieren mega cool ist. Und zwar ist das All Nighter Setting Spray und das Quick Fix. Und das mag ich persönlich sehr gerne, deswegen nehme ich das auch noch mit. Wir gehen mal weiter. Ich glaube, hier gehe ich mal ganz, ganz spontan vorbei, weil ich nämlich einen kleinen Stand sehe von Becker. Und ich möchte euch unbedingt was mitnehmen. Oh, ich weiß nicht mehr, welcher von diesen Correctern der war, der so gut sein soll. Ich habe schon unglaublich viel von diesem Corrector gehört von Becker. Deswegen möchte ich den unbedingt mal mitnehmen. Vielleicht ist er wirklich so gut, wie man sagt. Wer weiß. Okay, dann nehme ich einmal den hier mit, weil der andere gerade nicht hier ist. Aber der hier ist, glaube ich, auch sogar der, den ich eigentlich meinte. Deswegen nehmen wir den mit. Ich weiß noch nicht genau, ob ich noch einen Highlighter mitnehmen will. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter. Wir gucken mal. Also ich würde ja was von NYX kaufen, aber ich habe irgendwie das ganze Sortiment von NYX, glaube ich schon. Deswegen gehen wir da mal ganz, ganz entspannt weiter. Okay, ich sehe schon, Benefit. Benefit muss sein. Und ich habe gerade gesehen, die haben hier so kleine süße Sets gerade. Das sieht mega hübsch aus. Ich möchte es unbedingt haben. Nehme ich auch schon mal zwei. Wenn wir ja schon bei Douglas sind, will ich natürlich auch irgendwas von Douglas ausprobieren. Und ich habe das hier entdeckt. Das sieht total süß aus, so richtig weihnachtlich. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Oh nein, Mini-Hula-Bronzer. Wie süß. Ach süß, die haben ja auch diese kleinen Sets hier. Nee, ich gehe jetzt erstmal weiter. Sieht ja schon echt hübsch aus, dieses ganze Weihnachtszeug. Oh, da ist ein kleiner Bommel dran. Niedlich. Was möchte ich haben? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie so ein Versuchslabor. Das ist mein Lieblingslippenstift. Aber von dir habe ich schon zwei. Ich will ihn. Das ist Faux. Okay. Dann. Wow, es gibt so viele MAC-Lippenstifte, das ist unfassbar. Finde ich nicht. Da. Das Lustige ist, in meinem Anti-Haul habe ich gesagt, dass ich diese Lippenstifte nicht kaufen will.
Und jetzt stehe ich davor und so viele von euch haben gesagt, dass die super sind. Und ich glaube, dass ich jetzt schon doch einen mitnehme. Aber ihr seid schuld. Ihr habt gesagt, ich soll sie doch ausprobieren. Und jetzt muss ich meine Farbe aussuchen. Irgendwas Neutrales, was irgendwie zu den meisten Leuten passen wird. Okay, ich glaube, ich nehme den hier. Den finde ich nämlich echt hübsch. Und der ist auch nicht zu hell, nicht zu dunkel. Dann ihr seid schuld, ne? Ich wollte es nicht kaufen. Ich gehe jetzt mal ganz gekonnt an Anastasia Beverly Hills vorbei, weil ich zu Eva möchte und nicht mehr so viel Budget habe, weil ich... Ne? Aber ich möchte hier unbedingt irgendwas mitnehmen. Ich weiß aber noch nicht was, was möchte ich denn mitnehmen? Oh, Smashbox. Oh nein, jetzt bin ich aber echt im Zwiespalt. Das ist schwierig jetzt. Stimmt, ich wollte eigentlich noch Pinsel mitnehmen. Jetzt habe ich eigentlich zu wenig übrig noch, um Pinsel mitzunehmen. Jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich möchte es eigentlich. Aber es kostet 74 Euro. Das ist einfach viel zu hübsch. Ich glaube, ich muss doch nochmal aussortieren. Okay, ich glaube, ich mache jetzt einen von den Concealern wieder raus, weil ich einen Plan habe, okay? Deswegen nehme ich einen Too Faced Concealer wieder raus. Das war schwierig, aber der Urban Decay Concealer ist so, ist richtig gut. Deswegen nehme ich den nochmal raus. Okay, das tut weh. Okay, wenn ich bei einer Sache wirklich nicht vorbeigehen kann, dann sind es zu Eva Pinsel. Und ich weiß, dass so viele Leute von euch auch immer wollen, dass ich Pinsel verlose, weil die wirklich super sind. Und schaut euch mal bitte dieses Set an. Wie schön ist das bitte? Ich glaube, ich wollte immer das hier haben. Das war immer das, was ich unbedingt haben wollte. Aber das hier, ich glaube, ich nehme das. Das sprengt unser Budget fast, aber nicht ganz. Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich genug Make-up und ein bisschen Budget habe ich noch. Deswegen gehe ich jetzt mal in die Pflegeabteilung und gucke mal, was ich da noch finden kann. Okay, wir haben jetzt noch 30 Euro. Und ich glaube, wir können hier richtig, richtig schöne Sachen finden. Ich liebe ja Rituals, ne? Rituals finde ich toll. Ich liebe ja diese Reihe hier. Ich finde die so schön. Die riecht so gut. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht was davon mitnehme. Ein Duschschaum. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich glaube, das probieren wir mal. Wie süß. Ich glaube, ich nehme von denen hier was mit. Die kenne ich noch gar nicht. Sehen aber echt hübsch aus, finde ich. Das mit einer Happy Mask. Happy Masken klingt schon mal gut. Okay, ich bin gerade noch mal bei so Badesachen. Ich bin ja so ein Badefan. Und schaut mal bitte, wie süß das Zeug aussieht. Das ist so hübsch. Und ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, weil die alle so schön sind. Ich möchte es haben, aber es will nicht zu mir. Ja. Oh. Das ist richtig schwer. Gut, das hier kommt auch schon mal mit. Wie wär's denn hier mit irgendwas? Ich habe was entdeckt, und zwar so ein kleines Geschenkset von EOS. Und das sieht so hübsch aus. Ich glaube, das ist richtig schön. Das nehme ich mit. Elegant. Okay, wir haben hier eine volle Tüte voller Dinge, die ihr, wie gesagt, auch gewinnen könnt. Ich schreibe euch, wie gesagt, in der Infobox, wie ihr die Sachen gewinnen könnt und was ihr tun müsst. Kurzer Einwurf, ich habe mich entschieden, dass ich nicht alles an eine einzelne Person verlosen möchte, sondern ich habe vier kleine Päckchen gemacht, die ihr jetzt hier sehen könnt. Ihr könnt euch davon eins aussuchen und in den Kommentaren hinterlassen, welches ihr gewinnen möchtet. Teilnahmeschluss ist der 24. Dezember um 23.59 Uhr. Ich werde die Gewinner per Kommentar benachrichtigen, sprich ich werde auf den Gewinnerkommentar antworten, auf die Gewinnerkommentare und auch die Namen der Gewinner in die Infobox schreiben. Schaut auf jeden Fall am 25. oder 26. hier vorbei und guckt mal, ob ich euch auf euren Kommentar geantwortet habe. Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle an Douglas für den Dreh und dass wir die ganzen Produkte mitnehmen durften und dass ich die auch verlosen darf. Ihr seht jetzt hier nochmal genau, was ihr gewinnen könnt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück.
Und ich würde mal sagen, ich verlinke euch jetzt hier rechts mein letztes Video und meine ganze Playlist mit allen weiteren Videos auf meinem Kanal, auf dieser Videoreihe. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.